So, wir sind hier in Granice und ich zeige euch mal, wo das ist auch, unten in der Videobeschreibung. Und hier gibt es ein Lokal, das ist direkt hinter mir. Und da kann man echt super, super lecker essen. Das ist eine super schöne, alte Stadt, nicht ein Ort, ein Dorf. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Also super idyllisch gelegen, ganz altes Örtchen, eine kleine Kapelle und irgendwo gibt es ja auch eine Kirche, haben wir zumindest eben gesehen. Und da hätte ich nur laufen lassen müssen, da oben ist auch die Kirche. Und in diesem sehr alten Ort kann man sogar die Fahrräder hier aufladen, wer ein E-Bike hat und hier unterwegs ist. Von hier oben habt ihr einen unglaublichen Ausblick auf die Umgebung. Aber erst einmal zum Sonnenuntergang. Dort hinten. Hier der Ort und die Umgebung. Unglaublich. Aber wir sind ja wirklich auf einer Anhöhe. Das Restaurant super lecker. Wir waren mit 6 Mann essen und trinken. Und haben wir etwas über 100 Euro bezahlt. Also da kann man gar nichts sagen. Also in dem kleinen Ort hier gibt es ungefähr mindestens 4 Kapellen und Kirchen. So, hier geht es weiter mit dem Ausblick. Da hinten der Strand von Florianópolis und das heißt, dass wir irgendwo dort das Ferienhaus haben. Ungefähr 20 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Wir haben jetzt 8:30 abends, Mitte Juli. Ist ein bisschen bewölkt, was auch ganz gut ist. Es sind auch nur noch 30 Grad. Es war heute echt bullenheiß. Und das ist ein wunderbarer Ausblick. Also gleich fahren wir hinunter. Wir können in Kroatien auch viel fahren, ohne Maut zu bezahlen. Einfach im Navi ohne Maut wählen und dann habt ihr viele Strecken, die ihr auch so fahren könnt. Und manchmal ist es sogar ein bisschen schneller. Es ist auf jeden Fall allemal schöner. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Auto. Das ist so ungefähr 100 Meter knapp vom Restaurant entfernt, außerhalb der Stadtmauern geparkt. Und hier sind wir dann wieder im Restaurant, dann einmal durchs Tor und dann sind wir im Auto. So,
Das ist hier das Stadttor. Und hier ist auch, das sehe ich jetzt erst, ein kleiner Stadtplan von Graz 17. Ja, da unten kann man parken, da ist das Auto. Und so sieht das Ganze dann hier von außen aus. Ja, und wer Lust hat, wandern kann man hier auch. Wir sind hier in Istrien, Graz 17. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.